Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Figuren-Unboxing-Video. Wir haben uns diese beiden schönen Packs bestellt. Zum einen den Enderman und zum anderen den Eisengolem. Wir fangen mal an mit dem Enderman. Der Enderman kommt mit einem Grasblock und einem Pilz und ist aus der Serie 1 der Figuren. Und der Eisengolem kommt mit einem Eisenblock und einer Blume und ist aus der Serie 2 der Figuren. Und bei der Serie 2 stehen da auch immer auf der Rückseite ein paar Informationen, die ich euch gleich mal grob übersetzen werde. Also der Eisengolem ist loyal gegenüber Dorfbewohnern und verteidigt sie. Und außerdem kann er ihnen diese schönen Blumen als Zeichen seiner Freundschaft schenken. So, und da fangen wir gleich mal an mit dem Enderman Pack. Ich würde sagen, holen wir gleich mal den Enderman da raus. Jetzt zack, das ist er schon draußen aus der Verpackung. So sieht der aus. Die Enderman ist die größte Figur von der Höhe her. Deswegen habe ich hier nochmal den Steve so als Vergleich. Sieht man schon, dass der viel größer ist. Und ja, machen wir gleich weiter mit dem Grasblock. Aber bevor wir zum Grasblock kommen, wollte ich noch sagen, der Enderman kann seinen Kopf bewegen, seine Beine und seine Arme und die kann er noch spreizen. Aber dazu kommen wir gleich. Denn dazu brauchen wir jetzt erstmal den Grasblock. Hier, Grasblock. Ganz normaler Minecraft-Grasblock. Und diesen und alle Blöcke kann der Enderman in seiner Hand halten. Und das geht so. Man muss die Arme nach vorne tun, die dann auseinanderspreizen. Und dann den Block Ecke zu Ecke in die Hände tun. Ist ein bisschen schwierig, das merkt man. Jetzt braucht man ein bisschen Übung. So. Und dann hat er den Block in der Hand. Das Ganze sieht dann so aus. Und ja, dann kommen wir zur letzten Sache aus dem Pack. Und das ist der Pilz. Und den kann der Enderman nicht in der Hand halten, denn der hat hier nicht diese Rillen und der sieht so aus. Den kann man einfach zu Dekozwecken benutzen. So, und wir machen gleich weiter mit dem Eisengolem. Hole ich auch gleich mal hier raus. So, das geht hier ein bisschen schwieriger. Aber jetzt ist er auch schon draußen. So sieht er aus. Der Eisengolem ist auch ziemlich groß und breit. Auch hier im Vergleich nochmal Steve. So, da merkt man schon, der ist viel größer und viel breiter. Er kann auch seine Arme bewegen. Seine Beine. Und seinen Kopf. Und die Besonderheit beim Eisengolem ist, er kann nicht nur auf den Beinen, sondern er kann auch auf den Händen stehen. Machen wir gleich weiter mit dem Eisenblock. Den Golem legen wir jetzt mal noch hier. Hier ist der Eisenblock, der sieht so aus. Und ja, den könnte halt der Enderman in der Hand halten, der Eisengolem aber nicht. Hier ist noch die Rose, als letztes in dem Pack. Sieht die aus. Und die Rose kann der Eisengolem wie alles, also Schwerter, Spitzhacken, in seine Hand halten und das sieht dann so aus. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!